Heute ist was Lustiges im Adventskalender. Eine weitere Leuchtdiode. Und was machen wir mit dieser Leuchtdiode? Wir steuern diese vier Leuchtdioden, die wir jetzt haben, zufällig an. Die Anschlussdrähte. Ich habe nur noch zwei gelbe. Also stellt euch vor, einmal ist das gelb-schwarz, einmal ist das gelb-rot. Ihr wisst, hey Francis, mach das nicht. Aber es ist jetzt so und wir haben in diesem Arduino haben wir einen Zufallsgenerator. Ein Zufallsgenerator ist hier ein Ding, das zufällig Zahlen rauswürfelt. Und in diesem Programm, da steht, nimm eine Zufallszahl zwischen 0 und 3. Und dann wird die multipliziert mit 3 und dann nochmal 2 dazu addiert. Schauen wir uns diese Tabelle hier hinten mal an. Wenn die Zahl 0 ist, die Zufallszahl, ja, dann ist die Zahl mal 3 natürlich immer noch 0. Und wenn ich 2 dazu zähle, komme ich auf 2. Und dann geht die Leuchtdiode am Eingang D2 an. Wenn die Zufallszahl 1 ist, 1 mal 3, das ist 3 und 2 dazu ist 5, dann geht die Zufallszahl oder geht die Leuchtdiode am D5 Ausgang an. Und dasselbe für die 2. 2 mal 3 ist 6 plus 3 macht 3. Unsinn. 2 mal 3 macht 6 und 2 macht 8. Dann ist es D8 und bei der 3 ist es natürlich auch klar. 3 mal 3 ist 9 plus 2 ist 11 und dann geht der Ausgang D11 an. Das können wir uns jetzt noch anschauen, um zu gucken, ob es funktioniert. Starte hier wieder, verbunden ist es schon. Ja, und da geht jede Leuchtdiode mal an und mal nicht an. Ganz zufällig, vielleicht auch zweimal hintereinander dieselbe. Auch das ist Zufall und kann passieren. Wir sehen uns morgen wieder.